Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm, du machst das schon. Ja, okay. Also gebrannte Bohnen, er hat nur welche, die brennen im Mund. Schwarzes Pulver. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Okay, klares Wasser brauche ich, ne? Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Okay. Der Vater war also mal Bürgermeister von diesem netten Dörflein hier. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Ja, das ist sowieso, also die größte Lüge überhaupt, aber er glaubt sie uns einfach mal. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Ich überlege gerade energiereiches Wasser und er meinte irgendwas mit Autobatterie. Wenn wir nochmal an den Truck zurückdenken, der da oben ja irgendwo rumrostet, da ist ja auch die Motorhaube, ob da die Batterie noch drinne ist? Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Och nö, Mensch. Bis später. Genau. Er zielte auf die Größe ab. Also Wünschelrute eingepackt. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Okay. Also, die Wünschelrute gehört uns zwar, beziehungsweise gehörte uns mal, oder meinem Vater, können wir auf jeden Fall nicht mitnehmen, möchte der liebe Wenzel nicht. Ins Badezimmer, ja, gehen wir schnell nochmal Pipi machen. Was können wir hier mitnehmen? Kaminofen. Können wir nichts mitmachen. Schwamm. Ja, ich beklau meinen Freund, auch gut. Aber vielleicht brauche ich ihn auch einfach nicht. Gut, hier raus kann man nichts weiter machen. Wo war da das Klo gerade, überlege ich. Irgendjemand die Toilette gesehen oder versteckt die sich hier hinter, damit das nicht so weit hat? In den Keller. So, Wenzel. Mal schauen, was du hier so für Leichen im Keller hast. Nichts, ein Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Gut, da können wir also hier nichts mehr machen. Wenzel sieht nicht so aus, als wenn er sich irgendwie bewegen möchte, um weiterzugehen. Notrufsäule. Hallo, ich möchte einen Notruf melden. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem.
Ich probier's später nochmal. Aus Versehen die... okay. Wer weiß, was er für Experimente damit gemacht hat. Aber auch nett. Das ist eine Notrufsäule und wenn man tatsächlich Notruf hat, geht hier keiner dran, oder was? Ah, wir kommen von hier rein. Der Tunnel ist das jetzt hier, der wieder frei ist. Kann ich jetzt die Chilischote mitnehmen? Autsch, heiß! Aber ich habe doch Handschuhe. Kann ich die anziehen und dann die Chilischote nehmen? Ja. Ja, aber naja gut. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ja immer noch ziemlich heiß ist, so wie er das ja sagt, würde unsere Manteltasche jetzt brennen. Aber komm, ich drück nochmal auf die Klingel. Klingel abbauen? Nö, ne? Die lassen wir wenigstens mal da. Ja, natürlich. Es dampft hier immer noch ganz lustig vor sich hin alles. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Okay. Alles klar. Hier können wir nichts Großartiges, glaube ich, mehr machen. Da, zumindest weiß ich jetzt nicht, ob man da irgendwas mit dran ändern könnte. Irgendwas mitnehmen. Hier hatten wir ja eigentlich alles. In ihr Zimmer kommen wir immer noch nicht. In unserem Zimmer ist da irgendwas Neues. Den Seitenschneider? Nee, der liegt da rum, kann ich nicht nehmen. Gut, alles klar. Wohnbereich wieder runter. Gucken wir mal, was hinter der Hütte wieder los ist. Ob da noch irgendwas von unserem Sturz übrig geblieben ist. Beziehungsweise von unserem Versuch. Ja, das Handschweißgerät. Kann ich das wieder einpacken? Einpacken. Jawohl. Ein Blindgänger. Naja, ob ich das unbedingt so in meine Manteltasche stecken würde, weiß ich jetzt auch nicht. Ein Trichter. Okay. Hier scheint alles... Ich frage mich nur, wo sind denn die Wände und so alles hin von dem Ding? Die hier uns hier auseinandergefallen ist, die Kapsel. Ist das hier unsere Kapseltür? Warum liegt die da? Weiß auch kein Mensch. Die Batterie? Das ist alles weg. Wurden wir hier beraubt oder was? Ich habe gerade überlegt, unten der Topf, der jetzt hier noch vor sich hin köchelt. Das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass das hier noch nicht aus ist alles. Können wir vielleicht irgendwo... Nee, Luftballons wäre, glaube ich, sinnlos. Das Rezept auch nicht. Die Chilischote? Muss die Chilischote da vielleicht rein? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Du solltest das jetzt auch nicht putzen. Blindgänger würde ich da nicht reintun. Den Schwamm? Kann der Schwamm da rein? Autsch! Das ist ja heiß. Das ist heiß. Oh, den Schwamm ist jetzt ein nasser Schwamm. Okay, halt also doch was gebracht. Gut. Sonst noch irgendwas? Die Chilischote können wir nicht mit rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit dem Zahnbohrer da rumbohren sollen. Gut, gehen wir wieder raus. Und zum Dorfkern. Hallo, zum Dorfkern. Können wir vielleicht irgendwie mit Toni vielleicht nochmal, also wir brauchen ja Wasser, wir müssen irgendwie an diese Wünschelrute, die der Wenzel da bei sich hat. Ach, die sieht immer noch berauschend aus. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten.
Ich glaube, hier können wir auch nichts Großartiges ich mehr muss machen. Weg. Ich bin ja das immer sage noch ich schon seit am Jahren. Überlegen. Aber du bist immer noch da. Wegen der Notfallstation, also von diesem Inspektor Gizmo oder Dr. Gizmo, wie auch immer er heißt, würde ich ja gerne an diese Handschellen kommen. Aber nein, das war mir ja nicht vergönnt. Ich laufe nochmal in die Gasse zurück. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Häusern? Ist da jetzt irgendwas passiert? Aber es scheint ja zumindest nicht, also falls es eine Sprengung gegeben haben sollte, scheint die ja nicht großartig hier jetzt irgendwas eingestürzt zu sein oder sonst irgendwas. Netter Papagei. Ja, wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Okay. Der Papagei ist ja für Gase da. Wir haben ja in der Notfallstation unseren Ballon mit Lachgas aufgefüllt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da den Zusammenhang sehe, aber ich versuche jetzt einfach mal, dem Papageien hier den Ballon zu geben. Oh Gott. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. So, ich habe jetzt einfach den Papageien getötet oder so? Nein, er ist nur betäubt. Gut, ich habe jetzt einfach den betäubten Papageien in meine Manteltasche gesteckt. Ja, wir haben festgestellt, dass unser Wenzel ein Liebhaber von Batteriesäure auf seiner Zunge ist, denn es prickelt so schön. Dann haben wir den Papageien getötet, beziehungsweise wir haben ihn betäubt und einfach in die Manteltasche gesteckt. Ich bin gespannt, was wir mit diesem netten Papageien noch so anfangen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge.